Da schlägt das Herz eines jeden Oldtimer-Liebhabers wohl höher. Beim 10. Jubiläum des Geisbergrennens gibt es im Vorfeld des Altstadt Grand Prix wieder so einige Raritäten auf 4 oder auch 3 Rädern zu bestaunen. Im Starterfeld 190 Autos, von denen das älteste aus dem Jahr 1908 stammt. Das sind die jüngsten mit einem Alter von 42 Jahren, so gesehen nahezu noch Teenies unter den Oldies. Eine Besonderheit der Bentley Open Tourer aus dem Jahr 1929. Bis zum heutigen Tag blieben bei dem britischen Sportwagen größere Reparaturen aus. Ja, eigentlich teuer auf Holz klopfen. Er läuft, ja. Ab und zu sind Kleinigkeiten, aber nichts Größeres war noch nicht. Restaurieren Sie auch selbst oder reparieren Sie selbst in dem Fall? Teilweise ja. Mache ich schon viel selber. Muss man bei solchen Autos. Oder wenn man keine Teile mehr kriegt, muss man sie halt selber auffertigen können. Das erklärt, warum hinter vielen Oldtimer-Fahrern leidenschaftliche Hobbymechaniker stecken. Denn bis zu 2000 Arbeitsstunden investiert man wohl nur in etwas, das einem tatsächlich am Herzen liegt. Ich muss einfach so sagen, Gott, die Pflege oder die Liebe zu den alten Autos, das liegt mir einfach im Blut. Ich habe einen guten Freund, der ist Mechaniker. Ich mache das außen und er macht alles, was innen drin ist. Nach getaner Arbeit steht ein Fahrzeug, für das Servolenkung, Antiblockiersystem oder Einparkhilfe Fremdwörter sind. Gerade das ist es, was Oldtimer-Fanatiker so schätzen. Es ist schon eine gewisse Kraft dahinter, das merkt man beim Fahren, eine gewisse Beschleunigung. Und trotzdem ist es relativ komfortabel, damit zu fahren, was ich ganz toll finde im Vergleich zu vielen anderen Sportwegen. Man muss halt mehr lenken, klar, das Getriebe ist schwerer zu schalten und in den Kurven wankt er dann schon mal ein bisschen. Also es ist ein ziemlicher Unterschied, aber man gewöhnt sich dran. Unzählige Schaulustige interessieren sich für den Abstecher in ein historisches Museum, dessen Ausstellungsstücke noch lange nicht bereit sind, zur Ruhe zu kommen. Ausgezeichnete Geräte, muss ich sagen, ja. Wirklich wunderbare Dinge, ganz alte bis nicht so alte, aber anscheinend alles älter als 1969, so wie ich das weiß. So, ich schaue mir es gerne an. Ich bin weder Mechaniker, nur ein Schrauber, aber es macht einfach Spaß und sind schöne Autos. Ich habe ihm erklärt, meinem Junior, wie man einen Jaguar erkennt. Ja. Bis Samstag gilt es für die Fahrer, insgesamt 6 Wertungsläufe zu absolvieren. Die Teilnehmer aus 12 Nationen freuen sich dabei auf die Herausforderung und nicht zuletzt auf die Kulisse. Es ist das erste Mal, dass wir dabei sind, aber freuen wir uns sehr drauf, das wird prima. Mir gefällt das. Das ist einfach, ich habe so viel Benzin in meine Adern und das ist einfach ein Hobby von mir. Da am Geisbergrennen als Bongauer muss man einfach dabei sein.